Hallo und willkommen zurück. Wir machen uns direkt mal auf die Socken, die Schön und das Biest freizuschalten. Muss mal eben kurz schauen. Hier war das. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Danke, sehr toll. Oh, Aufgaben können wieder richtig was hier. Na, ich krieg die nur da oben links halb rein. Okay. Kann ich hier Klavier spielen? Nee. Oh, hier ist was. Eine Seite mit ordentlicher Schreibschrift, die aussieht, als würde jemand eine Geschichte schreiben. Das scheint aber irgendwo mittendrin zu sein. Du kannst sprechen, fragt die junge Frau und trat näher an den Mann aus Stein heran, wobei sie zögerte, als sie ihre Hand ausstreckte. Kannst du dich bewegen? Aber wir haben ja auf jeden Fall eine grüne. Good boy, okay. Das war's. Also die Seite bleibt auch da liegen, okay. Da ist auch eine Seite. Ach, hier ist die erste. Die Frau und der Mann aus Stein. Es war einmal eine junge Frau, die im Wald spazieren ging. Sie hörte eine Stimme, die so traurig sang, dass es ihr das Herz brach. Sie verließ den Weg, um ihr zu folgen. Dann war das da oben vielleicht schon die dritte oder vierte oder so. Okay. Okay. Machen wir sofort. Hier ist auch eine Seite. Ja. Die Stimme führte die junge Frau zu einem Mann aus Stein, der in Ranken und Dorn gefangen war. Er brüllte ihr zu, als sie sich ihm näherte. Geh weg. Dann war das hier vielleicht sogar die dritte da hinten. Wo ist denn das Buch jetzt? Da. Hier ist ein Schlüssel. Da ist noch eine Seite. Ich kann sprechen, sagt der Mann aus Stein, und ich könnte mich auch bewegen, wenn nicht diese verfluchten Dornen wären. Okay, das heißt, wir hatten drüben die dritte Seite, das war die vierte. Echt mal, ich habe ein bisschen Harry Potter Flashbacks. Na dann. Halt, stopp! Halt! Oh, dieses Buch verarscht mich einfach. Weißt du, wenn ich einfach hier stehen bleibe? Okay, das geht schon nicht. Doch. Oh. Das ging schneller, als ich dachte.
Bonjour. Oh. Okay. Jo, wo ist denn hier Lumiere? Auf Wiedersehen! Ecke, Rollleiter. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ach, da ist eine Leiter. Ah! Lukas? Da. Gott sei Dank glitzert immer alles, wenn man dran vorbeiläuft. War das jetzt alles? Ich glaube, oder? Yay. Da ist er. Das ist doch ewig allwütend. Ich werde ein Lumiere. Okay, Kerzen, Kerze, Kerze. Oh, das war's schon mit Kerzen. Aber hier ist Stoff. Jetzt weiß ich auch, wofür die Kerzen hier überall auf dem Gang waren und sowas. Erstmal wieder finden. Da waren wir noch gar nicht. So, Kerze. Oh Gott, ich brauche noch einen Kerzenständer. Ist hier was?
Oh, Teil der Geschichte. Ich glaube, da ist schon wieder eine Seite zwischen. Im Dorf der jungen Frau glaubte niemand die Geschichte über den Mann aus Stein. Selbst als sie die Wunden der Dorn zeigte, spotteten sie. Ja, da fehlt auf jeden Fall was. Wenn wir hier gucken. Der Mann aus Stein und die junge Frau gingen tiefer in die Wälder. Sie waren wahrhaftig frei und jagten fortan gemeinsam dem Abenteuer hinterher Ende. Oh, ja gut, da fehlt jetzt einiges dazwischen. Als der Mann aus Stein die biestige junge Frau sah, begann er zu weinen. Er hatte versucht, sie vor den Dornen zu warnen, aber sie heulte vor Freude und zerschnitt die Dornen, bis er frei war. Oh, da fehlt einiges. Also Ende vom Lied. Eine Frau findet einen versteinerten Typen im Wald hinter Dornen. Findet das ganz traurig. Weil er sprechen kann, aber sich nicht bewegen kann. Und dann berührt sie die Dornen, wird auch zum Biest und ja. Als der Mann aus Stein die biestige junge Frau sah, begann... Was? Okay, zweimal dieselbe Seite. Perfekt. Das ist noch eine Seite. Die erschöpfte junge Frau schlief in ihrem Haus mit den brennenden Wunden ein. Als sie erwachte, war sie verwandelt. Okay. Rennt also zurück in ihr Dorf. Alle so, Fake News, Fake News. Aber jetzt sind sie beide Biester. Fertig. Gut. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Hier war eine Kerze. So kann man auch eine Geschichte beenden. Hier war nirgendwo eine Seite, ne? Kerzenständer. Warum darf ich die nicht haben? Kerze. Die junge Frau versuchte vergeblich, den Mann aus Stein zu befreien, aber sie verletzte sich an den Dornen und schwor, mit Hilfe zurückzukehren. Okay, mehr Input. Wo ist jetzt dieser Kerzenständer? Da wird selbst Steckbach. Es sieht aus wie eine Art Bekanntmachung. Vielleicht kann dir jemand helfen, das Ganze zu verstehen. Was? Okay. Aber da ist doch der Kerzenständer. Warum darf ich den denn nicht haben? Jetzt doch irgendwo dran vorbeigelaufen? Find den Kerzenständer nicht. Aber draußen habe ich jetzt auch überall geguckt. Hier will noch mal draußen gucken. Kann doch nicht sein. So, hier war ein Tischchen. Ach, da hinten vielleicht. Mal kurz gucken, wie ich da hinkomme. Ja gut, also hier ist halt auch nichts. Hier komme ich nirgendwo rein. Bin bestimmt dran vorbeigelatscht.
Aber hier ist der einzige Kerzenständer, den ich sehe. Hilf mir. Ich hab dir so viel zu erzählen. Oh, das ist wunderbar. Das ist der einzige Kerzenständer, den ich sehe. Kann ich den aussuchen? Nö. Ich komme da aber nicht dran. Hier komme ich auch nicht hin. Jetzt kriege ich keinen Kerzenständer. Oh, hier glitzert was. Alles klar. Ich habe das aber nicht als Kerzenständer gesehen. Das wäre für mich eher so eine, ja, Kerzenschale. Zum Bugs auffangen. Na gut. Bonjour. Oh wow, sehr goldig. Hauptsache Sneaker an. Gut, hab ich. Ah, jetzt habe ich auch rein. Oh nein! Das ist die Blume. Schlüssel des Spiegels, okay. Hier geht gar nichts auf. Gut. Ich weiß nicht, ob ich einen am Kopf habe, aber ich bin der Meinung, das Biest hat eigentlich einen lila Umhang, oder? Irgendwie kommt mir das Rot komisch vor, oder? Ich habe einen am Brett. Oh, eure Flauschigkeit. Da hat einer Engel-Issues.
hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Ja, klar. Auf jeden Fall, nachdem du mich so angebrüllt hast. Bin nämlich Masochist, ich stehe voll drauf. Bitte schrei mich weiter an. Eieiei. Was ist ein Merlin? Okay, da hilft alles nichts. Ich bleibe jetzt so angezogen. Ich finde, das ist ein Statement. Okay. Suchen wir das Merlin. So, wo ist denn der? Zu Hause. Hä, aber ich dachte, wenn das Licht aus ist, dann ist er nicht zu Hause. Ich habe Fragen. Das ist dein Traum, weißt du? Nur was du ist hier so viel Müll? Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Jetzt wird er auch noch pissig. Lieber. Lieb. Ja, okay, fast. Ich bin ganz zufällig der gewaltigste Zauberer der Welt. Ja. Aber was ist das hier mit dem ganzen Gedöns? Jetzt komme ich nicht mehr raus, doch.
sein. Ach, jetzt geht das doch mit den Roten. Die ganze Zeit gegen die Roten, nicht? Nur die Grünen und die Blauen. Dann hat man von Disney 40 Rote bekommen im Briefkasten. Jetzt am letzten Tag wird es anscheinend gefixt. Ich denke, es ist der letzte Tag. So. So, habe ich. Ich weiß nicht, die Katzen schon wieder gehört. So, wir haben eine Leinwand. Kann ich nicht schnell reißen? Perfekt. Da ist er schon. Ich hab dir so viel zu erzählen. Auf Wiedersehen. Mach jetzt die Tür auf. Ah. Und er ist weg. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Ah. Aha. Also wir haben es auf jeden Fall schon angefasst, weil wir es abgehangen haben. Das ist ziemlich beeindruckend. Mein Temperament verloren. Okay. Komische Wortwahl, aber gut. Ja, jetzt schreibe ich aber auch nicht mehr an, bitte.
Dich wohl. Heißer Ort, stille Bult, dorniger Ort. Okay, hot wird mir jetzt der Kamin anfallen. Hallo? Ach. Dornig ist dann auf jeden Fall draußen. Vielleicht da, wo dieser Grabungspunkt war. Ja. So. Und bei dieser Löwenstatue haben wir ja eh schon so ein Schlüsselstück gesehen. Oh, perfekt, direkt in die falsche Richtung gelaufen. Muss ich den jetzt kaputt machen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Na gut. Ich bin froh, dass du hier bist. Und jetzt schweißt er die zusammen. Das war die hier, ne? Hallo. Oh. Auf Wiedersehen. Danke, dass du mit mir sprichst. Jawohl, er hat bitte gesagt. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Ach, schon wieder fast. So, jemand nach einer Feder fragen. Donald oder Dagobert? Jemand hier draußen? So, ein leeres Fläschchen, dann brauchen wir ein Glas. Reicht drei. Jetzt nur noch die Feder, ne? Da ist ein Mickey. Ist jetzt schon wieder ein grüner Pott?
Und schon wieder ein roter. Was ist hier los? Hä? Ich schwöre, ich habe die gerade eingesammelt. Okay. Jetzt auf einmal kommen voll viele. Ich weiß, sonst war immer nur irgendwie einer, irgendwie vier am Tag oder so. Einen schönen Tag noch. Oh. Hm. Ah. Ja. Oh mein Gott, ich habe was umsonst bekommen. Ach, ich war falsch. Ich bin auch immer noch etwas krank, also wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre. Ist das, weil die Nase zu ist. Hallo. Oha. Danke. Das ist sehr nett. Mein Freund. Er sieht aus wie vorher. Auf Wiedersehen. Hä? Im Garten? Oi, oi, oi.
Okay, erzähl. Ja, sicher. Kostet nur 20 Millionen Sternmünzen. Oh, das ist wunderbar. Wie komme ich hier wieder raus? Da? Nein, warte, da. Wer hat sich denn die Wege hier ausgedacht? So. Wo ist denn hier noch Platz? Hallo. Ich stehe einfach alles voll. Ach, schön ist hier. Einen schönen Tag noch. Zwanzigtausend, okay. Oha. Also langsam werden die Gebäude hier immer größer. Okay. Ja. Herzlichen Dank. So, ich glaube, dich muss ich mal loswerden. Nee, habe ich eigentlich schon. Okay. Oh, hier ist was neu. Dann holen wir das Beast Armor fix. Oh, sehr gut, er steht hier vorne. Danke, dass du mit mir sprichst. Oh.
Hallo, Spiel. Ah. Kurz Sorge, dass die Switch wieder abschmiert. Steps. Ach, schade. Können wir uns unterhalten? Ja, sicher. Du bist ein sehr guter Freund. Kann ich dem irgendwas geben, damit wir schnell Freunde sind? Warte mal. Blume. Nein. So, Moment. Wo sind die beiden jetzt? Ich bin so froh, dass wir uns unterhalten können. So, und noch eine Blume. Perfekt. Jetzt können wir ihr auf jeden Fall was zuordnen. Nämlich Gartenarbeit. Und das Biest bekommt Graben, so wie die Löwen. Okay, er schreit aber schon wieder. Ist er jetzt dabei? Okay. Oh, oh.
Oha, 8 Bücher fehlen. Wer hatten hier noch gerade Aufgaben? Da ist auf jeden Fall was Rosanes. Ach so, Moment. Ja, ja, passt schon. Oi. Hey! So. Na, Laura, irgendwas? Hey, du! Ja. Auf Wiedersehen. Jetzt ist sie überall nämlich. Ist das jetzt wegen, da ist schon mal ein Buch? Wegen Christoph oder wegen dem Wetter? Wie ist er denn jetzt vor mir hier? Hey! Mach's gut. Hat er noch irgendwelche Aufgaben fertig?
Oh, perfekt, jetzt hast du oben wieder angefangen. Gott, das müssen wir auch noch machen. Gut, ich würde sagen, dann war es aber mit der heutigen Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.